So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Mass Effect Andromeda. In der letzten Folge hatten wir gesagt, dass ich hier zurück nach Eos möchte. Und das habe ich jetzt auch mal gemacht. Da mussten wir nämlich letztes Mal, wenn ich mich richtig erinnere, noch mit dem Typen da hinten reden. Der wollte ja noch irgendwas. Dann reden wir mal mit ihm. Nexus wartet bestimmt schon auf Sie, Pathfinder. Und nur keine Sorge, wenn Sie wieder zurückkommen, wird Sie auf Eos noch mehr erwarten. Was ist hier? Warum trägt der Außenposten den Namen Prodromos? Er bedeutet Wegbereiter. Sprachen langweilen mich tierisch, aber wir haben demokratisch abgestimmt. Die Teilhabe an allem ist ein zentraler Aspekt der Initiative. Damit überzeugt man einen Haufen Zivilisten, in eine andere Galaxie zu reisen. Solange wir unsere Verpflichtungen gegenüber der Nexus erfüllen, können wir selbst herausfinden, was wir bauen und wie wir uns organisieren. Alles klar, erzähl mir was über deine Vergangenheit. Erzählen Sie mir von sich. August Bradley, Allianz-Soldat im Ruhestand. Die Disziplin behalte ich bei, die Doktrin weniger. Ich habe mich der Initiative angeschlossen, weil sie zu einer Grenze wollte. Davon gibt's nicht mehr viele, zumindest keine, die man mit meiner Pension erreichen könnte. Haben Sie Familie? Eine Nichte auf der Erde. Wir haben nach dem Tod meiner Schwester kaum noch miteinander gesprochen. Das ist... Wieso soll mir das bekannt vorkommen? Das ist bedauerlich. Wir nehmen mal das hier. Etwas Ähnliches ist meiner Familie auch passiert. Ja, also aus der Trauer anderer Leute halten wir uns raus. Wir haben beide Familie verloren. Mein Vater, Ihre Schwester. Wir haben beide viel verloren. Aus der Trauer anderer Leute halten wir uns raus, Pathfinder. Was bedeutet das? Aus der Trauer anderer Leute halten wir uns raus. Das haben Sie schon mal gesagt. Scheiße, stimmt. Sie kennen ja den Todesvortrag des Blockführers gar nicht. Es ist so, dass mit Ihnen und Ihrem Vater ist nichts Ungewöhnliches. Aber erst kürzlich passiert. Jede Spezies der Initiative, mit Ausnahme der Asari und Kroganer vielleicht, hatte Freunde und Familie, als sie in die Kryo ging und wusste beim Aufwachen, dass sie alle tot sind. Ja, und weiter? Damit beginnt alles, was wir aufbauen. Es ist der unausgesprochene Anfang der Initiative. Und deswegen gilt, aus der Trauer anderer Leute halten wir uns raus. Und wie kontrollierst du das? Wie verhindern Sie, dass das alles einfach aus Ihnen herausbricht? Gar nicht. Ich lasse es zu. Und meine Leute gehen mir dann aus dem Weg. Und ich gehe Ihnen aus dem Weg. Es gibt da dieses Sprichwort. Kinder, deren Eltern verstorben sind, halten alles für möglich und nichts für sicher. Ich glaube, das gilt für jeden in der Initiative. Oder vielleicht sogar für alle überhaupt. Alles klar. Erzähl was über deine Leute. Was können Sie mir über den Prodromos-Block sagen? Ein präziser Haufen wie alle Wissenschaftler. Wir werden irgendwann Land zur Besiedlung freigeben. Für Gruppen mit genügend Ressourcen für einen Start. Es wird keinen Goldrausch und keine Landzuweisung geben. Es ist mir eine Ehre, Sie anzuführen, solange Sie mich brauchen. Alles klar. Wissen Sie Näheres über die Leute, die das alles von der Nexus aus leiten? Ich arbeite ausschließlich mit Edison zusammen. Sie macht alles nach Vorschrift und nach der ganzen Scheiße, die passiert ist, kann man ihr dazu nur gratulieren. Und die anderen? Ich arbeite ausschließlich mit Edison zusammen. Und inoffiziell? Würden Sie etwas anderes sagen, wenn es nicht um Ihre direkten Arbeitgeber ginge? Wenn Sie nicht meine direkten Arbeitgeber wären, würde ich einen großen Bogen um dieses Rattennest machen. Die Außenposten klären ihre Probleme mit Edison. Sie klärt alles mit den anderen. Und ich beneide sie nicht darum. Alles klar. Weißt du noch was über Eos? Ich hätte nur gerne einen Statusbericht. Natürlich informell. Chief Leto von den ersten Außenposten ist eine große Hilfe. Ihre Infos sind unbezahlbar. Okay, dann war's das hier. Außerdem ist mir zu laut. Wir reden ein andermal. Ach, Pathfinder, was ich über die Trauer gesagt habe.
Jeder Pirat, den wir in diesen Cluster gebracht haben, wurde nach dem Aufwachen mit derselben Realität konfrontiert wie Sie. Vielleicht denken Sie mal darüber nach, damit nicht immer geschossen werden muss. Ja, in der Regel schieße ich ja nicht als erstes, sondern ich schieße halt zurück, gell, weil sonst sind wir so ein Hauch von Tod. Gott, das ist laut hier. Gut, dann würde ich mal sagen, eilen wir hier wieder weg. Ja. Sind im Steigflug. Das ist schön. Atmosphärenaustritt erfolgt. Wunderbar. Schön machst du das. So, dann benutzen wir doch hier mal das Galaxie. Ja, das ist mir völlig egal. Dann wechseln wir mal zur Systemansicht. Ich würde sagen, wir machen hier mal so ein bisschen Erkundung. Wo fangen wir denn an? Hier hinten. Und dann schauen wir mal, was dieses System hier so hergibt. Ich empfange etwas. Das ist schön. Was empfängst du denn? Da ist was. Sonde gestartet. Satellit entdeckt. Schön, schön. Erhalten 50 Milchstraßenforschungsgedöns. Gibt der Planet sonst irgendwas her? Scheint nicht so. Gut, dann würde ich sagen, wir sind jetzt da. Dann fliegen wir nach Nanook. Lustiger Name, erinnert mich so ein bisschen an was, hat was Indianisches, oder? Die Monde kann man ja scheinbar nicht erkunden. So. Wasserstoff, Methan, ganz riesige Trümmer in seinem Orbit deutet darauf hin, dass sie die Cat bereits näher untersucht haben. Ja, aber ich sehe hier doch gar keine Trümmer. Achso, Lensflare. Na gut. Dann würde ich sagen, sind wir auch schon wieder fertig. Geht wohl hier nur darum, den Kram hier zu erkunden. Ein Asteroid. So wie wir das halt in Mass Effect 2 auch gemacht haben. Nur, dass in meinem Mass Effect 2 jeden Planeten scannen konnte und Zeug reinschießen sollten. Mehr kann man da scheinbar nicht machen. Was haben wir denn hier auf H060? Also entweder ist es hier alles Geißel oder ist es Lava. Kann mich nicht erinnern. Also nicht erinnern ist das Falsche. Ein bisschen warm dort, ne, mit fast 200 Grad. Scheint mir wohl Lava zu sein. Was auch die 200 Grad erklären würde. So. Aber hier ist doch noch irgendwas Kleineres daneben, oder nicht? Aber rankommen tut man da nicht. Dann besuchen wir mal den brasilianischen Fußballer. Der übrigens genauso aussieht wie der andere Planet.
Da ist noch ein Hauch Wärme mit fast 800 Grad. Sauber. So, da sind wir gerade hier. Dann Konchu. Oder so hieß der gerade. Dann fliegen wir mal dahin. Anomalie geortet. Oh, eine Anomalie. Dann haben wir mal eine Sonde rein. Orte ein großes Mineralienvorkommen. 75 Beryllium. Mehr kann man hier scheinbar nicht machen. Nein. Okay, dann gehen wir mal hier raus. Dann gehen wir mal hier ganz raus. Was haben wir denn hier? Pfeiffer, das ist die Nexus. Eine hoffnungsvolle Spur. Ah ja, dann würde ich doch sagen... Moment, wir machen was anderes gerade noch. Speichere mal kurz. Glitzer, Glitzer. Kollisionskurs mit unbekannten Objekten. Weichen Sie aus. Sam, kannst du uns helfen? Kollision steht bevor. Dann würde ich bremsen. Voller Halt. Jetzt. Ups. Das sieht mir nach einem fetten Schiff der Cat aus. Cat-Schiffe. Ein Dutzend. Nein, mehr. Sie drücken uns gegen die Geißel. Sie scannen uns, Pathfinder. Dann scan zurück. Haben wir keine Waffen an Bord? Wo ist der die Relikte aktiviert hat? Tot. Seine DNA-Signatur ist dort. Antworte. Du zuerst. Sie stehen doch mir im Weg. Wer sind Sie? Die Steuerung ist blockiert. Sie fliegen uns in ihr Schiff. Worum geht es hier eigentlich? Ich erkläre nicht, was du nicht begreifen kannst. Ryder, in wenigen Sekunden habe ich wieder die Kontrolle über das Schiff. Vielleicht begreife ich es ja doch. Nehmen wir mal das hier. Ich weiß so einiges über die Relikte. Wir sollten uns austauschen. Genug. Dein Widerstand ist naiv und sinnlos. Heute beginnt dein Weg zu wahrer Größe. Klingt nicht gut. Sam! Ich habe einen Kurs durch die Geißel berechnet. Los! Bericht! Gegner zerstört. Schäden an den Hecksensoren. Durch die Geißel? Ja. Bring uns hier raus. Na dann, gib mal Gas hier. Mit Joker wird es übrigens nicht passiert. Ja, es wird eng. Kello! Ja! Was ist diese Geißel überhaupt? So. Gut gemacht! Wer zum Teufel war dieser Typ? Ryder, wir haben hier unten Probleme. Wir brauchen dringend einen Hafen. Toll. Wo sind wir überhaupt gelandet? Sensoren sind beschädigt, aber ich glaube bei den Gewölbekoordinaten. Sie glauben? Gil, tun Sie Ihr Bestes. Wir gehen runter. Wir werden gerufen. Wer seid ihr? Ihr seid wir keine müssen Kit. Landen. Kanal öffnen. Tov Jagalesto. Wirklich? Tov Jagalesto.
Wir bleiben ganz ruhig, wir kommen in Frieden. Wir machen das hier mal. Hören Sie, tut mir leid, dass wir einfach hier aufkreuzen, aber ich schwöre, wir sind die Guten. Ethanola, fahren in Gasa Dragara. Ethanola. Sie zwingen uns zur Landung. Dann landen wir. Ja. Ha, wow, das ist wunderschön. Hatten wir so ein Gebilde nicht auch auf Eos gesehen? Also da oben dieses blaue Zeltdingens ist oben links. Sowas stand doch auch auf Eos rum. Wir müssen in dieses Gewölbe. Bitte, Sie wollen doch nicht wirklich alleine da rausgehen. Doch, dieses Mal muss es besser laufen. Ich bin der Pathfinder. Der Erstkontakt ist mein Job. Und unfassbar wichtig, aber hey, kein Druck. Wir nehmen das hier. Wenn das hier schlecht ausgeht und ich gefressen werde, selbst wenn es lustig ist, löschen Sie die Videos, ja? Wie? Sollen wir es nicht auf YouTube veröffentlichen? Tasko, ja, bitte in Wart. Geht Tasko halt an, ihr Herr. Muss ich meine Schuhe ausziehen? Ich hab Dalgos. Nathan Rohr. Ich vermute mal, das heißt, wir sind ungefährlich und unbewaffnet. Ich rate nur mal. Ich bin Paran Shai, Gouverneurin von Aya. Wir sind die Angara. Hallo, ich bin ein Pathfinder der Initiative. Ja, Sie haben den Orkusnebel durchquert. Ich hörte davon, Jol. Ich habe alles im Griff. Ephra sah das Schiff eintreffen und wollte, dass ich mir ein Bild mache. Er ist ein Mensch aus einer anderen Galaxie. Ein Pathfinder. Aya ist verborgen. Geschützt. Was wollen Sie? Wie wär's mit Wissen austauschen? Oder es tut mir leid, wir machen mal das hier. Wir wussten ehrlich nicht, was wir hier finden würden. Aber ich teile unser Wissen, wenn Sie es auch tun. Ehrlich? Das wäre ein guter Anfang. Wer bist du? Er erinnert mich so ein bisschen... Ich informiere Ephra. Er erwartet Sie in seinem Büro im Hauptquartier des Widerstandes. Wir sehen uns dort. Ich werde Sie durch unsere Stadt begleiten. Ihre Crew bleibt an Bord. Alles Folgen klar. Sie mir. Machen wir. Bleiben Sie immer in meiner Nähe. Alles klar. Versuchen Sie nicht, die Stadt eigenmächtig zu erkunden oder sich mit jemandem zu unterhalten. Falls es nötig sein sollte, werden Ephras Wachen auch vor Gewaltanwendung nicht zurückschrecken. Verstanden. Darf ich Ihnen denn wenigstens ein paar Fragen stellen? Ja, ich denke, das geht in Ordnung. Okay, dann latschen wir die mal hinterher. Wenn Sie die Gouverneurin sind, wieso muss ich mich dann mit diesem Ephra treffen? Er ist der Anführer des Widerstands. Und was macht dieser Widerstand? Er kämpft gegen die Kett und beschützt uns. Was ist los? Wir haben Besuch von einem Alien. Hey, ich bin kein Alien. Ja doch, irgendwie schon. Die Angara weisen ein ungewöhnlich hohes Maß an elektrostatischer Energie auf. Lass sie einfach vorerst nicht auf die Straße. Das ist doch Wahnsinn. Es gehört in eine Eindämmungszelle. Gouverneurin Schei weiß, was sie tut. Das bezweifle ich. Ey, was soll das heißen? Bin ich wirklich so furchteinflößend? Sie sind ein Fremder, der in unser Zuhause eingedrungen ist. Wir wissen nicht das Geringste über Sie. Ja, okay, kann man verstehen. Ich bin nicht hier, um Ärger zu machen. Dann gehen Sie weiter. Ja, tue ich doch. Wie hat es uns gefunden? Der hat rein zufällig. Und hör auf, ihn so anzustarren. Kein einziges Exemplar der hiesigen Flora ist in meiner Datenbank verzeichnet. Wir haben ein uns unbekanntes Ökosystem entdeckt. Ups, okay. Das ist nur ein Scanner.
Stecken Sie das Web sofort. Ja, habe ich ja schon gemacht. Entspann dich. Ja, schon gut. Was passiert, wenn Aphra mich nicht mag? Das wird er nicht. Dennoch müssen Sie sein Vertrauen gewinnen. Er ist dafür verantwortlich, Sie alle zu beschützen. Ich weiß, wie das ist. Sie sind ein Anführer. Naja, sagen wir, ich bemühe mich, einer zu sein. Das ist das Hauptquartier des Widerstands. Aphra wartet drinnen auf Sie. Alles klar. Ja, sie schikanieren dich, Moran. Aber wenn du dich provozieren lässt und rausgeworfen wirst, ist das deine Schuld. Also ich soll schwach sein? Nein, es heißt, du sollst stark sein. Vertrau auf deinen Verstand und dein Herz. Okay? Hey. Sie ist einfach die Beste im ganzen Widerstand. Ich weiß. Wer ist sie? Wer bist du? Die Erfahrung mit den Cat heißt für uns Misstrauen gegenüber allen Aliens. Sie können uns trauen. Machen wir das. Wir sind nicht wie sie. Ich glaube sogar, wir könnten einander helfen. Den Fehler haben wir bei den Cat gemacht. Als der Archon nach Helios kam, zerstörte er unseren souveränen Staat. Er nahm sich, was er wollte, als wären wir gar nichts. Jetzt verschleppen die Cat gnadenlos Angara. Oft sehen wir unsere Leute nie wieder. Was macht er damit? Kommen Sie. Aphra wartet. Die Cat entführen Sie? Stehlen Ihre Leute? Und der Widerstand bekämpft Sie jeden Tag. Mit allem, was wir haben. Ist das Zermürbung? Was wollen Sie? Sparen Sie sich Ihre Fragen für Aphra. Verdammt, ich gebe Volt nicht auf. Aphra, das ist eines der Aliens aus der Milchstraße. Ein Pathfinder. Pathfinder. Nach Aya zu kommen, ist ein gewagter Schritt. Es tut mir leid, aber es musste sein. Ich hatte keine Wahl. Eine Menge verzweifelter Leute hofft, dass ich eine Heimat für sie finde, bevor sie verhungern. Ich fühle mit Ihnen und Ihren Leuten. Pathfinder, egal wie Sie uns gefunden haben, warum sind Sie hier? Ich habe auf einem unwirtlichen Planeten, den wir Eos nennen, ein uraltes Gewölbe entdeckt und es reaktiviert. Es hat die Umwelt des Planeten stabilisiert. Relikte. Unsere Informationen bestätigen das. Ich vermute, auf Aya gibt es ein Gewölbe, das anders ist. Ich muss dort hinein. Ja, es gibt da draußen ein Gewölbe. Aber der Eingang wurde vor Jahren verschlossen und versteckt. Tut mir echt leid. Die Moschei ist unsere angesehenste Forscherin. Sie kennt das Gewölbe. Aber jetzt haben sie die Cat. Und wir konnten sie nicht retten. Wir haben sie verloren. Wir schaffen es ohne sie. Ich möchte Ihnen zeigen, wozu ich fähig bin. Geben Sie mir einfach Ihre Zustimmung. Sie wissen nicht, womit Sie es zu tun haben. Die Angara und auch die Cat haben vor Jahren gelernt, wie gefährlich die Gewölbe sind. Ja, wir auch. Wir sind fertig. Aphra, ich glaube, was dieses Alien sagt, ist außergewöhnlich. Die Moschei würde von uns wollen, dass wir diese Chance nutzen. Jor, du redest zu viel. Lass mich das Alien für dich beurteilen. Ich werde deine Augen sein. Geh, wenn du willst. Aber wenn er dich töten will, dann schlag zuerst zu. Ich bin Jor Amadarav und werde sie durch das Gebiet der Angara begleiten. Willkommen an Bord. Das wird nett. Ich hoffe, Sie mögen Gesellschaft. Hoffentlich bereue ich das nicht. Hoffe ich auch. Ja, sehr optimistisch. Gut, dann würde ich sagen... Ich habe meine Analyse von Aya fertiggestellt. Soll ich sie an den Nexus übermitteln? Auf jeden Fall.
Aha, wir machen das also hier heimlich und versteckt, ja. Aber jetzt scheine ich jetzt scannen zu dürfen, ohne dass mir irgendjemand eine Kugel in den Kopf jagen will. Das ist doch schon mal ein Fortschritt. Aber viel scheint es hier nicht zum Scannen zu... Oh, da liegt was. Der Widerstand braucht Freiwillige. Was haben wir denn hier? Übersetzt aus dem Schelesch, vermute ich mal, soll das heißen. Die Kette haben die Stärken des Widerstands zu spüren bekommen, wissen, dass die Ende bevorsteht. Unsere Siege auf Welt sind nur der Anfang dessen, was wir erreichen werden. Aber ohne eure Hilfe können wir den Feind nicht besiegen. Seid ihr es leid, in Angst zu leben? Seid ihr davon überzeugt, dass wir für mehr als Sklaverei bestimmt sind? Seid ihr bereit, euch zu erheben und zu kämpfen? Dann werdet ihr beim Widerstand eine neue Familie finden. Wir werden euch dazu ausbilden, gegen die Kette zu kämpfen und uns gemeinsam mit euch zurückholen, was uns gehört. Der Widerstand verteidigt die Zukunft aller Angara. Schließt euch uns an. So ist das also. Ja, manche von den Kets sahen aus wie die. Haben die vielleicht irgendwie umgedreht oder so? Ich habe keine Ahnung. So ähnlich wie damals die Reaper mit den anderen Rassen. Handel? Handel. Handel. Ist das eine Frage oder eine Aufforderung? Eine Überlegung. Tauschen Sie Waren und Dienstleistungen? Wie funktioniert Ihr Wirtschaftssystem? Wir verwenden Geld. Wir bezahlen mit einer Währung, die wir Credits nennen. Sie sind ein abstrakter Gegenwert für die erhaltenen Waren. Die Kett haben uns Geschenke angeboten und merkwürdige Tauschgeschäfte gemacht. Sie haben nie gehandelt. Was sind Ihre Credits wert? Was können wir mit Ihnen anfangen? Sie können damit alles bezahlen, was wir verkaufen. Ah, jetzt kommen wir zum Kern der Sache. Was bieten Sie denn an? Das ist Verhandlungssache. Ich weiß nicht. Was wollen Sie denn? Ihr Schiff. Das steht nicht zum Verkauf. Ein Versuch war es wert. Natürlich. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Ja, mein Name ist Zorka. Ich transportiere Fracht zwischen Arya und anderen Welten. Das ist eine gute Arbeit. Und ich bin gut darin. Sie sind hier, um meinem Volk zu helfen? Beweisen Sie es. Ich brauche Hilfe. Einer meiner Lieferanten auf einem anderen Planeten meldet sich nicht mehr. Er hat einige Dinge, die ich brauche. Es gibt möglicherweise Probleme. Wenn ich ihn frage, warum ich, dann würde er mir sagen, dass ich ein Schiff habe. Probieren wir es mal aus. Wieso denken Sie, ich könnte Ihnen helfen? Sie haben Arya gefunden. Vielleicht finden Sie auch meinen Lieferanten. Es kann jedenfalls nicht schaden zu fragen. Okay, na, ich werde dir helfen. Sie sind einer der wenigen hier, die bereit sind, mir eine Chance zu geben. Ich werde Sie ergreifen. Sie haben ein Schiff. Ich habe den Navpunkt meines Lieferanten. Sein Name ist Keldo. Finden Sie ihn und seine Vorräte. Kommen Sie wieder zurück und beweisen Sie dadurch, dass Sie wirklich helfen wollen. Dann handeln wir vielleicht. Alles klar. Seien Sie da draußen vorsichtig. Bin ich doch immer. Glauben Sie wirklich, dass die Moschei noch lebt? Ich bin mir sogar sicher. Dann bringen Sie sie wieder nach Hause und bleiben Sie am Leben. Ich werde es versuchen. Aha. Mit dir kann man auch reden. Das werden wir dann auch noch gleich machen. Aber vorher möchte ich mal noch kurz hintergucken. Aber hier scheint es nichts zu geben, was irgendwie von Interesse sein könnte. Die sollten nicht hier sein dürfen. Na gut, dann gehe ich wieder. So, wer bist du? Egal, wir reden mit dir. Bei den Sternen, Sie sind's. Ich hatte auf eine Gelegenheit gehofft, mit Ihnen zu sprechen. Sie haben Ihre Heimat verlassen, um den Orkusnebel zu durchqueren. Ist es wahr, dass Sie nie wieder zurück können? Ja, das hier ist jetzt unser Zuhause. Ein solches Risiko einzugehen und Ihr altes Leben hinter sich zu lassen. Wieso haben Sie das gemacht? Wegen des Abenteuers. Weil ich mir das größte Abenteuer meines Lebens einfach nicht entgehen lassen konnte. Ich kenne dieses Gefühl, den Nervenkitzel eine Chance zu ergreifen und auf das Beste zu hoffen. Jetzt bin ich an der Reihe, Ihnen eine Frage zu stellen. Verraten Sie mir Ihren Namen. Oh, natürlich. Ich bin Avila Kedjar, Kuratorin des Geschichtsspeichers.
Wir studieren Artefakte aus unserer Vergangenheit. Wir versuchen zusammenzusetzen, was wir durch die Geißel verloren haben. Und um ehrlich zu sein, gibt es da etwas, worüber ich mit Ihnen sprechen wollte. Pathfinder, wie viel wissen Sie über unsere Geschichte? Eigentlich nichts, aber dass die Hintergrundgrafik da so komisch flackert, gefällt mir gar nicht. Nicht viel. Machen wir das hier. Ich muss noch viel lernen. Vor mehreren Jahrhunderten war mein Volk das Ziel der Geißel. Als erstes hat sie unsere Schiffe ausgeschaltet. Viele dieser Schiffe stürzen auf Haval ab. Die Wildnis dieses Planeten steckt also voller Geschichte. Ein Wissenschaftler auf Haval hat mir vor kurzem den Nav-Punkt einer unberührten Absturzstelle übermittelt. Das ist eine unglaubliche Gelegenheit. Ja, dann gib her. Leider patrouillieren in diesem Gebiet Relikte, weshalb wir nicht nah genug rankommen. Nicht so, wie Sie es können. Woher wissen Sie über mich und die Relikte Bescheid? Ich habe Freunde beim Widerstand. Sie haben Ihre Unterhaltung mit Aframith angehört. Ich weiß, es ist viel verlangt, aber Sie haben ein Schiff und die Möglichkeit, an den Relikten vorbeizukommen. Ohne Ihre Hilfe kann ich nichts tun. Ich seh's mir mal an. Ich wollte schon immer mal archäologisch tätig werden. Auf diese Antwort hatte ich gehofft. Falls Sie etwas finden, ich bin hier. Danke, Pathfinder. Okay. So. Das sollte es dann aber auch schon für diese Folge wieder gewesen sein. Ich sag danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Wardasch.